Guten Abend, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Und herzlich willkommen in der wunderschönen Stadt Berlin. Ich habe mir was Besonderes überlegt. Wir haben es mittlerweile kurz vor 9 und ich habe wirklich gar keine Idee. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen soll, aber wie finden wir einen leckeren Essensspot? Fragen? Berliner Fragen? Wir sind auf jeden Fall in Berlin-Mitte. Ich weiß noch nicht, wie ich fragen soll. Der Lebensstandard ist gar nicht. Ich weiß nicht genau, wo ich hier bin, wie diese Straße heißt. Das werde ich gleich noch rausfinden. Ich bin jetzt einfach mal ein paar Meter gefahren. Kollwitz 45. Die haben Englisch gesprochen, die sind nicht aus Berlin. Kurze Frage, Chef. So Restaurants und sowas hier. Was? Ich bin selber nicht von hier. Bist du nicht von hier? Nein, leider nicht. Weißt du irgendwelche Beliebten hier? Windhaus, glaube ich. Windhaus? Windhaus Burger, glaube ich. Zielings. Ja. Burgerladen. Okay, ja. Check ich gleich mal ab. Danke. Ich schwöre euch, wir sind in der Knackstraße. Kreuz- und Kollwitzstraße. Da hinter mir sind schon einige Restaurants gewesen, aber der Vibe hat mir nicht so ganz gefallen. Hier in den Park brauche ich auch nicht reingehen, weil Leute fragen. Ich weiß nämlich nicht, was für ein Park das ist. Was ist das hier für ein Spielplatz? Kurze Frage. Sind Sie aus Berlin? Ja. Irgendwelche Restaurantempfehlungen hier in der Stadt? November Brasserie. November Brasserie? Ja. Ist gut? Ja. Für jetzt oder? Ja, für jetzt. Ach so. Aber November Brasserie muss man sich merken? Ja, safe. Okay. Aber da musst du reservieren, weil... Kann ich nicht, glaubst du? Funktioniert nicht? So spontan haben die keinen Platz. Das ist hier, wir kommen also wirklich 20 Meter, 25 Meter zu Fuß. Ich probier's. Wirklich? Also es ist auch ein bisschen teuer. Also, aber es ist saugeil. Also japanisch. Okay, danke. Gönn dir. Schönen Abend. Schönen Abend dir. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Ist geil? Japanisch? Kann mir jemand in die Kommentare schreiben, in welche Ecke ich hier bin? Oh, ich glaube, wir sind da. Also, Ladies and Gentlemen, ich glaube, ich habe den Laden gefunden. November Brasserie. Es wird wahrscheinlich eine unmögliche Mission, da einen Tisch zu bekommen, aber stehen ein paar Leute da. Kurze Frage hätte ich. Randy, freut mich? Ja, freut mich. Was geht? Jaja ist dein Name? Jaja, ich heiße Jaja. Ehrlich? Wie der Fußballspieler. Ah, okay, krass. Ich heiße sogar Touré mit Nachnamen. Nein. Ja, for real. Ich habe eine ganz kurze Frage. Kennst du den Laden hier? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich warte gerade hier tatsächlich, also auf dem Tisch. Hast du einen Tisch reserviert? Und auch auf Freunde. Ich habe reserviert, genau. Wie sieht das aus? Ich weiß, das ist jetzt eine sehr, sehr dumme Frage, aber ich bin alleine heute unterwegs und ich würde gerne da drin essen. Mir wurde das gerade da hinten empfohlen. Ist das irgendwie möglich? Hast du noch Platz? Also es kommen noch zwei Freunde von mir. Ja. Ich glaube, es wird kein Problem sein, noch einen Stuhl irgendwie dazu zu holen. Außerdem bist du ein schwarzer Bruder. Ja! Deswegen ja. Würde ich sagen, wir dürfen das nicht. Ja! Das ist doch gar kein Problem. Super, super, gerne, super, gerne, super, gerne. Super. Du bist aus Berlin, oder? Ich bin aus Berlin, okay. Tatsächlich. Ja. Und Laden, wie bist du auf den hier gekommen? Ey, ich bin hier schon öfter gewesen, immer wenn es was zu zelebrieren gibt oder sowas. Okay. Oder wenn Leute aus der Schweiz oder so zu Besuch kommen. Wie zum Beispiel jetzt gleich auch ein Kollege, ein anderer hat morgen Geburtstag. Dann kommt man hier hin, isst was Geiles, ist halt japanische Küche, viel Sashimi und Bro, überragende Quality. Also wirklich Geschmacksexplosion, die Qualität ist top-notch, top-notch. Ich bin ein richtiger Foodie, so ich liebe es, Broski. Okay, geil. Und ich war, wann war ich das letzte Mal hier? Zufällig hier gerade. Oder zwei. Übrigens, was geht, so ein Ding, ist das. Ah, okay. Hi, Randy, freut mich. Freut mich, Mika. So. Ja, euer Tisch ist ready. Der gute Mann kommt auch noch dazu, übrigens. Ja, super. Habt ihr dann fünf insgesamt? Wir sind vier dann. Vier? Perfekt, ja, wir haben genug Platz für euch. Dankeschön. Top Sache. Sehr, sehr gerne. Sobald ihr ready seid, kommt. Ladies and Gentlemen, danke dir. Das so funktioniert das Berlin, Dicker. Ja, und Randy, crazy. Okay, es kommen noch zwei Freunde, Geburtstag. Auf jeden Fall. Geil. Wir gehen rein. Genau, wie ich das angestellt habe. Mame! Wie geht's dir, Bro? Hast du Hunger mitgebracht? Oh, I think I know. Hab einen oder anderen reingetrunken. Wir haben hier... Was machst du hier? Was machst du hier? Nein, 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 was machst du hier? Bist du ready? Erkennst du dich noch, was oder bist du so betrunken? Was hab ich verpasst? Bro, du bist wirklich drunk gerade, ne? Schon reingetrunken, ja. Mika, is that correct? No, that's right. Yes. And do you speak all German or English? What do you prefer? Dutch? German would be perfect. Können gerne mal folgen. Perfekt. Machen wir gerne. Pico Bello. Du warst hier schon ein paar Mal essen. Ja, so, was hat dich geflasht? Warum? Wie fällt dir dieser Laden? Erstmal nochmal diese Qualität von diesem Fisch. Von welchem Fisch? Gemmene Fisch, den du hier gleich bekommst. Top Qualität. Buttrig. Das ist leicht. Das ist nicht dieses, du schmeckst noch dieses fischige, meerige raus, sondern das ist einfach. Die Nase ist auch. Aber du weißt, Bro, ich bin ein Seemann, Bruder. Ich bin ein Seemann. So oft, wie ich Fische im Club geangelt habe, Bro, du
weiß gar nicht, Bruder. Die Compartments dazu. Bro, ja, von Sorelle. Soßen dazu, die richtig gut sind. Mhm. So, und die passen wirklich perfekt zu den einzelnen Fischen. Ob es Thunfisch ist, ob es Lachs ist, ob es das Bauchstück vom Lachs, vom Lachs ist. Aber Randy. Du hast da wirklich immer perfekte Compartments. Das ist gut aufgeteilt und das ist einfach überrannt. Habt ihr noch die ganze Dorade? Ich muss nachschauen, wahrscheinlich nicht mehr. Ich bin auch wirklich jetzt gespannt, was hier so passiert. Natürlich habe ich jetzt auch Bock, hier was Leckeres zu trinken. Mhm. Die Karte, ich sage auch so, wie es ist. Es ist ein bisschen gehobenere Küche, ein bisschen teurer auch. Sieht auch da drin, ich werde euch gleich den Laden von innen zeigen, ein bisschen sehr, sehr schön aus. So Nigiri-Stücke kosten 12, 13, 14 Euro. Aber es ist trotzdem nicht utopisch. Oh, ich bin sehr, sehr happy. Berlin, wir sind doch da. Ich war jetzt ganz kurz drin, habe mir das angeschaut und wir müssen checken, ob wir da drin sehen dürfen. Jemand hat gedürft. Und es kommen noch zwei Special Gifts. Ich bin frisch gegangen. Ich bin Carlo. Das ist Carlo, der Chef. Komm mal bitte schnell. Ah ja, stimmt. Hi. Was geht, Bro? Hallo. Happy Birthday Nachricht. Danke, Bro. Randy, freut mich. Alles auch. Ja. Du kennst den Laden schon? Ja, aber ich war noch nie hier. Ja, die Jungs feiern es auch sehr. Ah, ihr wart hier schon? Ja, ich wüsste das auf jeden Fall. Ich bin doch schon wieder in Leverstock umgeben mit meinen Foodies. Das ist doch schön. Ich hasse es mit Bro. Fashion, Mann. Ich hasse es mit Fashion-Leuten zu chillen, Bro. Like, Bro, die sind nur am Rumhaten, Bro. Jetzt meine Nummer. Er muss jetzt meine Nummer löschen. Bei ihm ist okay, Lash. Bro. Er ist Nummer. Guckt auf sich Nummer selber, Bro, aber andere Fashion-Homies gucken. Nummer löschen. Links, rechts, Bro. Also, ich sage euch so, wie es ist. Das hier, was gerade passiert, ist nicht geplant. Glaubt es oder glaubt es nicht? Nie wieder Kuchen oder Süßigkeiten generell oder nie wieder Sex, was nimmst du? Aber wir haben auch nie wieder Süßigkeiten, weil ich liebe Chips. Ich mag kein Süßes, bei mir. Nein, ich also, sage, Sex ist mit mir. Ist süß genug. Süß genug. Schmeckt. Lass mal Kuchen probieren von denen. So, Ladies and Gentlemen da hinten. Geburtstag. Jetzt guck mal, gibt dir jetzt eine Drink-Empfehlung. Ja. Number 5. Bro, diesen Drink, überragend. Was erwartet mich da? Bruder, das ist diese Afrika. Da nehme ich Afrika. Ja. Zweimal, oder? Verstehst du? Ja, ja. Ja, ja. Die Jungs sagen ja. Was haben wir hier? Den N5. Das schmeckt auch wahrscheinlich nicht. Was ist da alles drin? Viel zu viel Alkohol. Liebe ich, wenn man mir ein Getränk so beschreibt. Nice. Hart. Also, was meinst du mit hart, dass er stark ist? Der schmeckt nach Zitronenkuchen ein bisschen. Ja. Ein bisschen Zitronenkuchen. Riecht cremig Zitronenkuchen. War noch mal so ein bisschen pfirsig. Ist Arbeit. Der schmeckt. Reden, ne? Er hat sogar gesagt, da ist zu viel Alkohol drin, aber der schmeckt ja so elegant, oder? Ich hab's Gefühl. Boah, ist krass. Ist krass. Der schmeckt wieder bei dem Dumplingladen. Dankeschön. Ich könnte von 5 trinken. Fünf Max. Boah, cheers. Wenn du hier bist, du denkst an mich. Genau so. Ich bin jetzt irgendwie am Imagewechsel. Hier haben wir noch einen Gast dazu bekommen. Herzlich willkommen in der Show. Guter Mann. So, guter Mann. Seht ihr das? Da eine Gruppe am Reden, hier eine Gruppe am Reden. Genau das liebe ich. Ja, das Leben. Ja, voll. Let's go. Oh shit. Ja, lass mal hier ein bisschen bauen hier. Was ist da alles? Also wir haben hier den Thunfisch Akami Sashimi mit einer Avocado-Creme und einem Kaitifi noch drauf. Hey. Lachs Carpaccio mit einer Ingwer-Soße und noch mit Chili Sesamöl. Toro. Und genau, dann haben wir den Thunfisch Toro Carpaccio, also vom Bauch vom Thunfisch mit Sturgeon-Kaviar. Und diese schmelzenden Geschichten sind das. War stark. Mhm. Unter dem Gaumen schmelzen, Arbeit. Kauen. Mhm. Genau, am Gaumen zu drücken, fertig aus. Ja, ja. Killer. Mein Favorite ist ja das Toro. Hab ich schon gedacht. Mein Favorite ist ja, der Toro. War nur am Arbeit, immer weg. Wow. War nie dabei im Blog. Da muss man ihm lassen. Ich muss dir sagen, ich habe die Ehre gehabt, dass ich schon in Tokio sehr viel diese Art Fisch essen durfte. Das heißt, so Willi, du bist einer von diesen privilegierten Schwarzen, ne? Genau. Krass. Bro, das hier ist auch. Hier, guck dir das mal an, das ist doch wunderbar. Was sagt der Spezialist? Kleinen, aber feinen. Du probierst eher, oder? Du probierst ja, Bro, Carlo hat gerade schon von Seite einfach so reingeflüstert. Während er gesagt hat, was es ist, hat er auch noch mal erklärt, was es ist. Ja, so von der Seite, Bro, ich nehme so auf. Let's go, oder? Komm, ja, du hast den ersten. Boah, mit Kali ist crazy. Boah. Ist krass. Das ist immer die Reaktion. Ist krass. Der ist wirklich echt soft. Ja? Was haben wir hier? Tuna? Mit Avocado-Creme? Genau. Was ist dieses Engelshaar? Ein bisschen Trüffelöl tatsächlich noch. Ein bisschen Trüffelöl dabei. Es ist keine Soy Sauce, Bro. Trüffel.
Chayo. Kann man rein? Kann man rein. Einzige, was mir noch sehr, sehr gut gefallen würde, wenn der Tuna noch ein bisschen kühler wäre, aber die Qualität ist geil. Ich find's geil, dass der warm ist. Findest du geil? Warum? Weil das ein Irrglaube, weil damit du besser schmeckst. Alle Sachen, auch Austern, Fisch und so weiter. Ich hasse das, wenn es so eiskalt ist. Ah ja? Immer temperieren. Deswegen auch in Tokio und den guten Sushi-Läden. Es geht ja schon um die Temperatur der Hand, die den Reis gibt. Leute, ihr seht, wir lernen gerade. Deswegen ist der Toro so geil, weil der ist schon leicht angeschmolzen. Der ist schon Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Schöne Farbe. Wie so eine gute Warte. Der Toro ist doch, das ist doch mein Favorit. Das ist Dashi Gelee. Das ist heavy. Das geht. Rein damit. Are you ready? Ey, die gar nicht. Die Weltreise geht dann wieder. Okay. Also Friends, alle kulinarisch aktiv. Sind wir angekommen? Mit Stäbchen, ich habe heute genug Stäbchen. Man hat mich gerade gesehen. Boah, shit is good. Der Mann ist am Genießen. Life is good. Das ist dann auf jeden Fall der fettige Thunfischbauch. Ja, auf jeden Fall. Bro, unglaublich. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg, Freunde. Let's go. So, was haben wir hier? Lex? Mit Gurken? Sorini. Sag ich aber ehrlich, unspektakulärste von den beiden. Von den, ja, 100%. Aber Lachs ist halt auch einfach. Ist ja unspektakulär. Weiß man, was auf zukommt. Genau. Da weiß man, was man. Aber Toro komplett auseinandergenommen. Erstmal ein Espresso dazwischen, Bro. Arbeit, das ist Arbeit. Boah. Also, ich will nicht noch mal ganz kurz diese Situation hier erklären. Eine wunderschöne. Welche Ecke sind wir hier in Berlin? Prenzlauer Berg. Schwabilon. Diese ganze Situation hier. Diese drei haben nichts mit denen dreien zu tun. So treffen sich Menschen. Man sitzt hier, trinkt ein Wasser, ein Cocktail, man isst ein bisschen Sashimi. November, da hinten drin wird der Sushi schön frisch zugeschnitten. Ich darf eigentlich drin filmen, nur 2-3 Gäste wollten nicht gefilmt werden. Ich werde aber nicht reingehen, schaut es euch selber an, kommt vorbei, probiert das. Eine wunderschöne Location, ein wunderschöner Abend. Was passiert hier, Carlo? Nächsten Tisch geholt? Wer hat die Mezcal Margarita bestellt? Macher. Wir haben vorhin Stroh 18 Banane getrunken. Hau rein, komm. Schön, dass du da bist, Randy. Schön, dass ich hier sein darf. Ist lecker. Ja? Fresh. Ja. Drinks macht sie echt ganz gut. Ja, ist fresh. Der Rest ist nicht so. Was hast du gerade bestellt? Eine Runde Wodka-Shots. Hey, ich sag euch eins. Vorsicht mit Carlo. Wenn ihr ihn trefft, schaut, dass ihr schnell wieder geht. Sonst bestellt ihr einfach eine Shot-Runde. Oh, shit. Was geht hier ab, Digga? Crazy. Mannschaft. Der Lied ist anders, ja? Lied ist anders. Mein Arm. Geht ab, Digga. Energy, Bro. Was passiert hier? Als eine passiert, der eine muss morgen 7 Uhr beim Fußballturnier sein. Du? Nein, Bruder. So, ah. Andy, Bro. Schmerz mal immer. Wo spielst du? Nicht, ich bin mit Adidas morgen. Das ist eine Zusammenarbeit. Sagen, wir brauchen drei Stühle, mein Bester. Im Zuge der EM machen wir so ein Sixty-Turnier, lass zocken. Mit Eli, auch kennst du wahrscheinlich. Ja, ja. Im Streamer. Machen wir fertig morgen, Digga. Morgen 1-2 Pfanner rein. Du spielst aber selber auch. Ja. Welche Mannschaft? Captain und ich spiele selber. Ich bin dieser Captain, der sich selber spielen lässt. Wer ist alles in deiner Mannschaft? Boah, Bruder, das sind random Leute, die haben die reingeholt. Ah, okay, geil. Hauptsächlich. Rein, ihr Jungs. Abcheck in den Mann. Klar, wenn ihr ein bisschen Fashion-Info braucht, könnt ihr euch. Kommt rein. Da kann man reinkommen. Was geht denn? Wir sitzen noch. Lass mich kurz hier eine coole Introduction machen. Wir sitzen noch, also komm. Ich bin AJ für diejenigen, die es nicht kennen. Mami, I'm sorry. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich schicke dir Schande. Ich habe mit dabei, made by Stefo Stefan, meinen Creative Director, Videografen. Er macht so kranken Shit. Frisch aus Paris, Youth of Paris eingetroffen. Alex, sehr, sehr guter Freund. Von uns. Wir machen auch krassen Scheiß zusammen. Ey Leute, lasst einen geilen, was macht geilen ihr aber? Abend haben. Arbeiten? Heute nein, arbeiten. Ich meine, was für geilen Scheiß macht ihr? Ach so, ja Bro. Einfach AJ. Ich komme hierher, um die Reste aufzuessen. Nein. Probieren. Ich schwöre, es ist wert. Ja, siehst du.
for me nothing special, it's just like a good shirt, but I think the shoes are nice. Yeah. So you were born in Paris and you went to the afternoon. When I was like 12 years old. Richtig geiler Kontrast. Oh, oh, ich fahr nur rein. Ja. Nimm raus, nimm raus. You need to rap music. Okay, das ist doch kein Schock, Bruder. Ja, ja. Letztes Mal. Cheers, bro. Ah, bro, wait, wait. You, bro, I, like I did a vlog. Yeah, I can show you the vlog later on. We're very close friends. Yeah, bro, I can show you many things with him. Zurich is like only 3 hours from Munich. That's why we skipped. Was ist das hier nochmal? Kabeljau. Nicht deins? Doch. Das ist diese, bei mir, Bro, ich musste die echt dreimal essen, um die zu checken. Ich bin auch riesen Cabrio-Fan. Okay, krass. Das ist krass. Einfach lecker, für mich. Wir Talking über something interesting. Ich meine, hast du mal so ein bisschen? Hier sind die Nachbarn ein bisschen spießig, weil das ist der Schwabbelrecht. Und wir setzen uns darüber. Wir haben hier auf jeden Fall ein gutes Mess hinterlassen. Ja, Mann. Müsste eigentlich größer sein, um ehrlich zu sein. Habt ihr eine kleine Portion bestellt? Wahrscheinlich schon. Müsste der größer sein? Ja, der müsste größer sein. Einfach rein da. Wir sind hier heute nicht zum Video machen, wir sind zum Essen und zum also Trinken. Also mein Stück, vor allem bei diesen Fischen hier, ist auf jeden Fall der Kopf. Mit dem ganzen Kollagen, Fett. Ist lecker, aber auch wie ich es erwartet habe. Nothing flashy. Ist lecker. Es sieht aber super aus. Egal, brauchen wir nicht. Wir sind ja heute unprofessionell unterwegs, weil wir schon zu viel Shots haben. Getrunken. Ja. Oh, das ist lecker. Boah, super. Schön fettig auch. Genau, das Geile ist das Kollagen, der Fett. Ein bisschen dry. An was erinnert mich die Soße? Ist ein bisschen wie Bratensoße? Irgendwie komisch. Ja, Beurre Blanc. Butter mit dem Kollagen vom Fisch. Also wenn du den Fisch grillst, ja, der verliert viel Fett, weil der hat überall zwischen der Haut viel Fett. Und deswegen eigentlich in Spanien machen die aus dem, die grillen den. Und dann setzen die den auf so einen silbernen Teller und das ganze Fett, was rausläuft, das schlagen die mit Olivenöl auf und Zitrone und es gibt dann so eine Emulsion und du hast so eine cremige, flüchtige Soße, das ist eine der krassen Soßen. Und das ist wahrscheinlich auch die dem Idee. Mann, sein YouTube-Kanal folgt bald. Ja, muss jetzt das Auge essen. Ja, haben wir gesagt. Ja. Komm, Auge willst du das Auge? Ja, Popcorn für dich. Aber du isst auch gerne. Digga, guck mal. Aber, Bro, weißt du, was das Ding ist? Bro, ich gönn dir, weil guck mal. Bro, ich esse Fischauge, seitdem ich drei bin. Okay. Und seitdem gucken mich Leute deutlich schief an. Ich war bei dem, Bro, ich komme aus einem afrikanischen Haushalt. Und da ist Hühnerkorb, Fischkorb. Wir gehen da rein. Ich komme aus dem deutschen Haushalt, aber ich liebe es. Ich liebe es. Sehr, sehr nice. Wo haben wir denn die gute Geschichte? Ich würde am liebsten eigentlich... Oh ja. Genau, man nimmt den eigentlich in die Hand und dann saugt man. Bro, man saugt ihn aus. Bei mir sind wirklich nur noch die Knochen übrig. Ganz fein säuberlich. So ein Ding übrig. Ich habe jetzt eine ganz kleine Gabel, wie ihr sehen könnt. Sehr sympathisch. Ja, weil es auch ein bisschen zu schwierig ist. Gerade. Sehr sympathisch. Sehr, sehr geil. Oh Mann, geil. Super Ding. Super Ding. Sancho-Pfeffersoße und Entenbrust. Sancho-Pfeffersoße. In diesem Sinne, cheers. Sekunde. Was ist das? Artischocken. Yeah. Ladies and Gentlemen, falls ihr weiter Bock habt auf solche Folgen, dann gebt es gerne in die Kommentare. Checkt Jaja ab, checkt den Mann hier ab, falls sein Instagram schon aktiv ist. Liebe Grüße nach Berlin, freut mich auf die weiteren Videos aus Berlin. Guten Appetit. Geil. Zu leid. Ist aber mit euch allen nichts zu tun, wenn du mich fragst. Eigentlich war der Tisch für 4 Leute, jetzt sind 10 Leute hier, ist alles gut. Let's go. Noch 20. Let's go. Ah, es kommen noch mehr. Ja, yeah, ja. Yeah. Geil. Chayo. Das ist Prime Randy, Bro. Das ist eine geile Aufnahme. Was heißt Chayo? Das, was du gerade gemacht hast in der Chayo. Bar. Chayo. Das ist Chayo. Was ist die Aufnahme? Was ist das Rauch? Chayo. Ich kenne ja euren Content durch Klöt und Jaja. Ja. Durch sie kenne ich euren Content von dir und Lukas. Weil ich kann ja auch, ich schaue kein Essens-YouTube, Bruder. Bro, ich mache ab und zu diese in meinen Vlogs, diese Essensperspektiven. Und ich tue es auf Randy und Lukas, Bro. Ich rede um das Essen und sowas. Eigentlich nur trinken, aber ich rede um das Essen, Bro. Hier, also Essen und sowas, schön und gut, aber hier... Ey, essen gehen muss man doch immer... Ey, elegant. Sehr, sehr fresh. Klein hier sehr, sehr fresh.
Wow! Auf Michael J. Ja, ja. Cheers auf die Bekanntschaft, Freunde. Cheers, hey. Berlin. Immer wieder eine Ehre, hier zu sein. Herzlich willkommen. Aber Randy, bitte lösche noch meine Nummer. Was hast du alles bestellt? Bro, wo ist die Karte? Aus dem Kopf ist crazy. Hier ist die Karte. 100%, aber chill. Ich hab ihn gerade probiert. Hat er auch gesagt. Bro, der war sehr stark auf Pina Colada angewiesen. Eine Jogginghose, Bauchtasche, sieht richtig so aus, ob ein Puff kommt. Kaum überbelichtet, Bro. Das ist hier schon ein Boden mehr, oder was? Bartdombe. Bomberklatsch. Butterig, oder? Butterklatsch. Ganz kurz an den Tisch, das ist Murat, sehr guter Freund von mir aus Berlin. Ich kann die ganzen Namen nicht, ich will die auch gar nicht können. Morgen will ich sie alle nicht mehr sehen. Das ist alles gestartet mit einem... Also, Randy hat mir geschrieben, random, auf Instagram. Ich war so... Bro, warum slidest du meine DMs? Was willst du von mir? So, aber eigentlich habe ich mich gefreut. Randy Random. Eigentlich war der Tisch für 4 Leute, jetzt sind 10 Leute hier, ist alles gut. Let's go. Noch 20. Let's go. Ah, es kommen noch mehr. Ja, ja. Geil. Andy sagt, ich bin scheiße gekleidet. Lösch jetzt meine Nummer. Lösch jetzt meine Nummer. Das ist Ohio Things, Bro. Oh. Du bist doch ein Mann, Bro. Nee, das ist kein Sinn. Mein lieber Senf mit Senf. Könnte sogar krass kommen. Senf ist an sich underrated. Weißt du, was underrated ist? Pommes mit mildem Senf. Holla. Stark. Holla, noch nie ausprobiert, Bro. Ich hab einfach Kuss von dem gerade auf meine Stirn bekommen. Das ist schön für euch. Er meint noch, er will meine Nummer löschen. Abschiedskuss. Ah, okay. Ich liebe es, wenn ja sagen. Das ist so nice, Bro. That's why I'm fast schön. Ich sag ehrlich, der ist nicht mal überkrass und der schmeckt trotzdem sehr geil. Nee, aber der ist nicht überkrass, aber der ist sehr fresh. Du rauch ich, Faktor. Magst du nicht? Der killt mich. Ich mag auch. Und der ist halt echt fresh. Was haben wir hier? Das ist crazy. Ich liebe den Typ. Shoutout geht raus an Andy. Wenn ihr auf Vlogs Bock habt, die genau ab dieser Minute jetzt passieren, dann auf jeden Fall auch Andy abchecken. Okay. Sind wir überhaupt richtig jetzt überhaupt? Soll ich nochmal erzählen? Besser, wa?